schenkten sie mir Perlen, Kästchen mit Saphiren oder rote Rosen, wie sie andere Herren anderen Frauen spendieren. Nichts wäre mir so lieb, wie das schwöre ich. Die Ananas für mich. Oh, wie gern ich Ihnen diese Freude mach. Ja, und fühlten Sie in der Gemütsbewegung sich ein bisschen schwach. Nichts wäre mir so lieb wie der Anblick hier. Sie und die Ananas von mir. Aus Kalifornien. Auch sehr schön, wie kann ich nur danken? Nicht der Rede wert. Wollen Sie ein Stück? Ich krieg, pardon, von Winden sprachen wir ja schon. La, la. Nun gut, dann lass ich Sie nur zum Anschauen hier. Ananas für mich von mir. Ah, 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 ah. Darf ich bitten? Aber Herr Schulz, Sie dürfen mir keine Ananas mehr bringen. Das schickt sich nicht. So verschenkt ein junger Mann seiner Angebeteten. Ich erröte. Es gibt niemanden in ganz Berlin, der das mehr verdient als Sie. Fräulein Schneider, glauben Sie mir, wenn es nach mir ginge, ich möchte Ihnen das ganze Zimmer mit Ananas anfüllen. Die Ananas von mir. Ein paar Minuten hinlegen. Mir dreht sich alles im Kopf. Herr Schulz, ich bin überwältigt.